Willst du auch deinen Job kündigen und dein eigenes Café eröffnen? In diesem Leitfaden bekommst du die 5 Bausteine zur erfolgreichen Gründung in der Gastronomie. Du bist mit deinem Vorhaben nicht allein. Jeden Monat verzeichnet Google im deutschsprachigen Raum etwa 16.500 Suchanfragen rund um die Keywords Café eröffnen, Restaurant eröffnen und Bar eröffnen. Soweit ich recherchieren konnte, werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz pro Monat rund 1.825 neue Gastronomiebetriebe eröffnet. Das sind rund 61 Betriebe pro Tag. Ja, die Gastronomie ist eine gute Möglichkeit zum Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz. Die Zeiten, als man einfach nur einen Laden aufsperrte und mit zwei linken Händen Geld verdiente, sind allerdings vorbei. Damit der Schritt in die Selbstständigkeit nicht zum Schiffbruch wird, muss man die Gründung eines Cafés systematisch vorbereiten. Es gibt viele Wege zum Erfolg. Zwei besonders herausragende Unternehmer möchte ich kurz als motivierende Beispiele vorstellen. Howard Schultz hatte die Idee für ein neues Café-Konzept. Er holte Investoren an Bord, kaufte eine kleine Kaffeekette mit 6 Standorten in Seattle und baute den Kaffeekonzern Starbucks mit 25.000 Filialen auf. Jürgen Gosch wuchs ohne Vater auf und sammelte in seiner Jugend Schrott auf einer Mülldeponie. In den 60er Jahren kam er als Bauarbeiter nach Sylt und verkaufte nach Feierabend Fisch aus seinem Bauchladen. Daraus wurden über 11 Betriebe, 20 Franchise-Nehmer und mehrere Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen. Diese Unternehmer haben sich konkrete Ziele gesetzt und diese hartnäckig verfolgt. Besonders motivierend finde ich die Tatsache, dass Howard Schultz und Jürgen Gosch praktisch aus dem Nichts außerordentlich erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben. Das kannst du genauso erreichen. Allerdings musst du dich gut vorbereiten und deinen Plan beharrlich umsetzen. Ich weiß gut, in welcher Situation du bist. Ich habe im Jahr 2002 einem Freund dabei geholfen, sein eigenes Café aufzubauen. Der Start war ziemlich holprig, aber wir schafften es, das Baby aus der Krise zu holen und zu einem Umsatz mit mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr zu machen. Ich durfte diesen Betrieb über 15 Jahre lang begleiten, bis er geschlossen wurde, weil der Pachtvertrag auslief. Meine Erfahrungen dazu habe ich in einem Buch zusammengefasst und es mit einem hilfreichen Excel-Tool ergänzt. In Mein Gastronomie-Businessplan zeige ich dir die 5 Bausteine zur erfolgreichen Gründung in der Gastronomie. Dieses Praxisbuch umfasst 300 Seiten und kann ich dir jetzt gleich einen kurzen Überblick anbieten. Baustein 1. Lerne deine Gäste kennen. Hier geht es darum, dass du alles über deine Gäste, ihre Wünsche, ihren Alltag und ihre Probleme in Erfahrung bringst. Um erfolgreich zu sein, sollte dein Angebot die Bedürfnisse jener Menschen erfüllen, die am Standort leben und arbeiten. Baustein 2. Erstelle ein Konzept, für das es Nachfrage gibt. Dein Konzept soll nicht nur dir, sondern primär deinen Gästen gefallen. Pioniere kommen oft mit Pfeilen im Rücken zurück. Im Buch zeige ich dir, wie du deine Zielgruppen analysierst, um ein unwiderstehliches Angebot zu kreieren. Baustein 3. Analysiere den Standort. Die Standortentscheidung ist von großer Bedeutung. Deshalb solltest du das Lokal und das nähere Umfeld genau unter die Lupe nehmen. Standort, Konzept und Gäste müssen gut zusammenpassen. Im Buch erfährst du mehr über die Kriterien Sichtbarkeit, Zugang, Verkehrslage, Raumplan und Bewilligungen. Baustein 4. Erstelle ein Budget und setze dir Ziele. Nur wenn du weißt, wohin du willst, kannst du auch den Weg dorthin finden. Um möglichst sicher in die Gewinnzone zu kommen, solltest du zuerst einen konkreten Gewinn definieren, den du pro Monat erreichen willst. Dann zeige ich dir im Buch, wie du dein Budget Schritt für Schritt so aufbaust, dass du dein Gewinnziel erreichst. Mit den Excel-Tools im Buch kannst du verschiedene Szenarien testen. Je tiefer du nämlich mit den Zahlen und den Zusammenhängen vertraut bist, desto besser wirst du deinen Plan erfolgreich umsetzen können. Baustein 5. Baue Systeme. Ein Café ist ein komplexer Betrieb mit vielen verschiedenen Aufgaben. Durch systematische Planung und Umsetzung steigerst du deine Erfolgschancen enorm. Vom Marketing über Personal bis zum Abfallkonzept sollte alles schon vor der Eröffnung geplant sein. Mein Gastronomie-Businessplan ist übrigens so gestaltet, dass du deine Ideen sofort im Buch notieren kannst. So wird sich dieser Ratgeber
Seite für Seite zu deinem individuellen Businessplan verwandeln. Im Anschluss kannst du deine Daten in die 14 Excel-Tools übertragen und alle denkbaren Varianten sehr einfach berechnen. Also, wie ernst meinst du es mit deiner Geschäftsidee? Willst du noch ewig in deinem Job bleiben oder packst du es an? Klicke jetzt auf den Link und hol dir diesen praktischen Helfer.